Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir sind heute an den berufsbildenden Schulen 2 in Gifhorn für Fahrzeugtechnik. Genau, Lisa, und ich habe gehört, du fährst Trecker. Ja. Bin gespannt. Los geht's. Hi. Hi, herzlich willkommen an den BBS 2 Gifhorn. Nein. Du bist Lehrer hier? Ja. Schön, dann gehen wir heute mal gucken, oder? Genau, in die Fahrzeugtechnik. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Benni, welche Ausbildungsgänge bietet ihr hier an? Also wir bilden hier an dem BBS 2 Gifhorn alle oder fast alle gewerblich-technischen Handwerksberufe an, die es so gibt. Man kann hier auch seinen Hauptschulabschluss in einer Berufseinstiegsschule erwerben oder sogar das Fachabitur oder Abitur in einer Fachoberschule ablegen oder am beruflichen Gymnasium. Ansonsten hier in der Fahrzeugtechnik bieten wir die Ausbildungsgänge Kraftfahrzeugmechatroniker oder Kraftfahrzeugmechatronikerin an. Und Land- und Baumaschinen-Mechatroniker, Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, wenn ich hier eine Ausbildung machen will? Also zunächst erstmal sollte man auf jeden Fall Interesse an Fahrzeugen und an Technik haben. Wenn ich kein Interesse daran habe, dann bringt das Ganze nichts. Ansonsten handwerkliches Geschick ist natürlich für einen Handwerksberuf groß von Vorteil. Warum hast du dich für die Ausbildung hier entschieden? Also bei mir aus meiner Familie gab es auch ein paar Leute, die Kfz gemacht haben. Ich hatte halt schon früh was mit Autos zu tun. Mich hat es auch halt sehr interessiert und dachte halt, ja, ist halt sehr, ich interessiere mich halt sehr viel für Autos und hat mir halt sehr gefallen, der Job. Was würdest du den Leuten sagen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, hier eine Ausbildung zu machen, hier an die Schule zu kommen? Was müssen die mitbringen? Also auf jeden Fall Motivation, viel Ausdauer. Die müssen halt Interesse zeigen, weil ich habe viele auch gesehen, die kein Interesse haben. Die haben halt Kfz gewählt, weil die nichts anderes gefunden haben. Und man muss schon Interesse für den Job haben, dann macht es auch sehr Spaß. Schön, vielen Dank. Danke. Was ist für dich die größte Herausforderung hier in dieser Ausbildung? Gewisse Abläufe und so weiter in meinem Kopf zu behalten und auch wissen, wie man wieder etwas zurückbaut, wie man etwas zusammenbaut und generell diese Reparaturabläufe und so weiter, wie gesagt, im Kopf zu behalten und sich die zu merken. Wo jetzt auch Teile hinkommen, was für ein Öl, dann auch noch so gewisse Spezifikationen und so weiter. Aber das ist eigentlich alles Theorie, das übt man die ganze Zeit und dann kann man das irgendwann. Super, vielen Dank. Bitte viel Spaß noch. Ja, unser Motorenarchiv hier, ne? Also wie wir vorhin ja schon mal gesagt haben, die klassische Motorentechnik spielt bei uns natürlich auch durchaus eine Rolle, dass halt unsere Schülerinnen und Schüler dann entsprechend die Handgriffe mal anlernen. Das Schöne an diesen alten Motoren ist immer noch, dass man die auch mal ohne Autorings herumlaufen lassen kann. Und unsere Berufsfachschüler, wie wir jetzt ja gerade drüben gesehen haben, bauen dann auch innerhalb von einer Woche mal so einen Motor komplett auseinander und vermessen den und bauen den auch wieder zusammen und dann ist am Ende der Woche natürlich großes Hallo, wessen Motor läuft noch, wessen Motor läuft nicht. Okay. Riecht schon richtig nach Motoröl. Genau. Lisa, was hast du denn vor? Hochvoltarbeit, klingt irgendwie voll gefährlich. Genau. Hast du ja deine Schutzausstattung schon dabei? Ich habe mal so einen Handschuh vorbereitet. Und damit man auch sieht, ob dieser Handschuh wirklich unbeschädigt ist, dass er dicht ist, gibt es hier unser Lieblingsspielzeug, nämlich die pneumatische Handschuhpumpe. Hallo, Easy. Wir hatten mal vor einigen Jahren die Gelegenheit gehabt, dass wir einen Prototypen von Volkswagen bekommen haben, mit einer modernen Technologie drin, nämlich mit einer Brennstoffzelle. Das Fahrzeug fährt allerdings nicht mehr. Die haben alles wesentlich an Konzerngeheimnissen ausgebaut und wollten den verschrotten. Und wir sind dann halt dazu gekommen, dass wir den für Unterrichtszwecke bekommen haben und haben den halt so umgerüstet, dass wir eben die Hochvolttechnik an diesem Fahrzeug ausbilden. Das heißt, wir haben einen Simulator drin, der eine Hochvoltbatterie
darstellt und wir üben dann halt mit den Schülern zusammen, wie schalte ich so ein Fahrzeug frei, was muss ich beachten, wie sichere ich dieses Fahrzeug ab. Das wirkt zwar mal so ein bisschen so wie Kleinigkeiten, aber da steckt der Teufel ja auch halt auch im Detail. Mhm. Ne? Und dann, also hier unter der Abdeckung befindet sich halt eine Brennstoffzelle, eine ältere Generation, wie sie vielleicht mal in Zukunft in Fahrzeugen eingebaut werden könnte. Wofür braucht ihr diesen Trecker? Ja, also wie wir schon besprochen haben, bilden wir hier auch Land- und Baumaschinenmechatroniker aus. Und die müssen dann natürlich auch praktisch an realen Fahrzeug arbeiten. Und da hatten wir, als wir Fördergelder vom Landkreis beantragt haben für Neuausstattung, haben wir auch gesagt, für Land- und Baumaschinenleute brauchen wir auf jeden Fall einen Trecker. Darf ich damit mal eine Runde drehen? Das können wir gerne machen. Dann kriege ich eine Einweisung, Evi. Sind die Lisis gut versichert? Ich bringe mich in Sicherheit. Sag mal, Benni, schult ihr auch schon so ein bisschen in Richtung autonomes Fahren bei Landwirtschaftsfahrzeugen? Ist auf jeden Fall ein Thema. Also gerade im dritten Ausbildungsjahr wird das dann im Zusammenhang mit verschiedenen Regelsystemen, die halt auch von den Land- und Baumaschinenmechatronikern repariert werden sollen, thematisiert. Spaß gemacht. Gerne. Gute Einführung. Perfekt. Ich lebe noch. Welche Perspektive hat man mit dem Abschluss der Ausbildung hier? Mit dem Abschluss der Vollzeitklasse haben die BFS-Schüler, also die Berufsfachschüler, die Möglichkeit, in einen Ausbildungsberuf zu gehen. Mit einem bestimmten Notendurchschnitt haben die Berufsschüler sogar, die Berufsfachschüler sogar die Möglichkeit, ins zweite Lehrjahr einzusteigen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, weiterführende Schulen zu besuchen und am Ende vielleicht ein Studium zu machen, aber da wir im Moment einen Fachkräftemangel haben, bin ich ein Verfechter dafür, dass man gerade die Schülerinnen und Schüler, die hier in diesen Klassen Spaß und Lust dran gefunden haben, an dem Handwerk dazu bestärken und vielleicht auch in diesem Handwerk zu lassen. Was wäre dir noch besonders wichtig zu sagen? Ja, wie ihr gesehen habt, bieten wir hier ein sehr breites Arbeitsumfeld an. Und wir suchen natürlich auch immer händeringend Kollegen, also auch Leute, die sowohl Spaß an der Technik haben, als auch an der Arbeit mit jungen Leuten und so ein bisschen Unterhaltung hier reinbringen, dass eben auch unsere Schülerinnen und Schüler Spaß haben am Lernen und an der Arbeit, die wir hier anbieten. Also wir brauchen Lehrer. Vielen Dank, dass du uns heute alles gezeigt hast. Ja, danke, dass ihr da wart. Ciao. Jo, ciao, Benni. Das war's schon wieder. Das war ein super informativer Tag. Denkt mal drüber nach, ob das vielleicht was für euch wäre. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lieben. Tschüss.